Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn der Woche mit dem Fabian Unterrecker und seiner Freitagsrunde. Ja, grosse News hat es diese Woche aus dem Haus SRF gegeben. Nach Wetten, das kommt es auch zu einem einmaligen Comeback vom Schweizer Quoten-Hit. Den Herbst gibt es zum 30-Jahr-Jubiläum, nämlich nochmal ein Benissimo. Rainer Maria Salzgeber von SRF Sport, freuen Sie sich schon aufs Comeback von Ihrem ehemaligen Arbeitskollegen Benny Thurnherr? Ein Klassiker kommt zurück ins Schweizer Fernsehen. Ist es nicht so, es ist so, aber es hat sich viel verändert im Leitschenbach, lieber Benny. Sportaktuell gibt es nicht mehr, statt Anrufe Österreich-Sendung gibt es nur noch Zoom-Meetings und die Lotto-Million müssen aus dem eigenen Sack berappen. Ja, trotzdem spürt man schon die Vorfreude auf das Revival vom ehemaligen Strassenfeger. Das ist sicher ganz in Ihrem Sinn, Herr Berse. Je mehr Leute Fernsehen schauen, desto mehr bleiben die heim. Ja gut, Sie müssen schon sehen, ich bin kein grosser Fan davon. Unsere Kontakt-Tracen haben es heute schon schwer, die Leute zu erreichen. Das ist alles andere als hilfreich, wenn auch Benny Thurnherr in der ganzen Schweiz herumtelefoniert und damit die Leitungen blockiert. Nein, hört einmal, Boys and Girls, Benny Thurnherr und Tommy Gottschalk. Das ist eben Grund für die Power, verstehst du? Age is just a number, oder? Wir Golden Age haben so viel Pfupf im Viertel, von dem können die Sangstrahlen durch die Rückkehrer der Stromlinien-Zombies vor Bahnhofstrasse mit ihren Ledermakassinen so Gucci-Designer-Täschchen. Das, die können nur davon träumen, verstehst du? Ja, Chris von Noor, das klingt ja fast so, wie wenn Sie sich mit Krokus auch noch ein kurzes Comeback vorstellen könnten. Logo, Joanne, wenn wir unser 10'000 Gigawatt Nordstromaggregat aus dem Zweiten Weltkrieg, aus dem Kauer holen und unsere Gitarre geht ins 2'000 Dezibel-Solo aus dem Song «Meturade», der durchzieht, dann schädert es aber dermassen, dass es im John Travolta, der hat Florida sein Tupi so weit wegföhnt, dass es in Kalifornien suchen muss. Verstehst du? Das ist wirklich also teilweise, aber lassen wir mal das Tupi vom John Travolta weg und fragen unseren Stilberater, den Jeroen van Rooyen. Sind Comebacks von alten weißen Männern überhaupt noch zeitgemäß? Ja, absolut. Natürlich sind sie das. Gewisse alte Männer sind heute sogar zeitgemäßer als zu ihrer Zeit. Der Benny Thurnherr zum Beispiel hat einen Satz erfunden, wo wir alle heute mehr brauchen denn je, nämlich «Hallo, hören Sie mich?» Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn der Woche mit dem Fabian Unterrecker und seiner Freitagsrunde. Ja, diese Woche da hat sich ein Thema bei SRF 3 durchgezogen, nämlich neues Wagen. Ja, das geht im Fall gar nicht, Frau Mauch. Wenn das jeder macht, dann würde unser Klima noch schneller kollabieren. Nichts mit neuen Wagen. Wieso sollen die Leute ein Liegenvelo kaufen? Entschuldigung, Bastian Schirra von den Grünen. Nicht neuer Wagen, sondern neues Wagen. Also ein neues Projekt starten, etwas Neues im Leben umstellen. Haben Sie auch so etwas in der Art geplant, Frau Keller-Sutter? Ja, ich habe mir vorgenommen, im neuen Jahr mein Leben grundlegend zu verändern und darum meine Agenda für dieses Jahr total umgestellt, und zwar von der linken auf die rechte Schreibtischseite. Mhm. Eine größere Veränderung hat es im Leben des FIFA-Präsidenten Gianni Infantino gegeben. Er ist nämlich auf Katar gezügelt, wo ja dann im Winter die WM stattfindet. Wie ordnet Sie das ein, Rainer Maria Salzgeber von Sport? Ja, das ist sensationell. Ist nicht so. Es ist so. Dank dem Umzug von Gianni Infantino ist jetzt schon garantiert, dass mindestens ein Schweizer zu Katar bis im Finale dabei ist. Ja, trotzdem gibt es Leute, die Mühe haben damit, dass der FIFA-Präsident jetzt ein Katar... In Quarantäne? Das ist sehr vorbildlich. Nein, nicht in Quarantäne, in Katar. Also am Persischen Golf, in dem Land, wo der FIFA Fußball-WM bekommen hat, wohnt jetzt der FIFA-Präsident in einem schönen Haus. Da versteht man doch, dass die Leute das ein bisschen, ja, sagen wir mal, gefährlich finden. Nein, überhaupt nicht. Sie müssen schon sehen, dass auf der ganzen Welt niemand die Hygieneregeln so konsequent einhält wie die FIFA. Bei der FIFA wäscht immer eine Hand die andere. Ja, und auch etwas Neues wagen die Organisatoren der Olympischen Spiele in Peking, den Einsatz nämlich von Robotern. Emotionslose Maschinen an den Olympischen Spielen. Das war früher amigs die russische Delegation. Ja. Es geht aber nicht um die Wettkämpfe, Simon Ammann, sondern um die Verpflegung. Also in den Restaurants, wo die Medienzentren kochen und servieren, in Peking jetzt nämlich Roboter. Das soll helfen, das Infektionsrisiko zu minimieren. Roboter messen unser Geld, das gibt es bei uns schon lange. Das ist gar nicht, nicht, dass ich wüsste, Peach Weber, wo denn? Ja, jeden Bahnhof, oder? Das Elektroautomat, der will das Elektroautomat. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian Unterrecker. Alle Folgen auch online als Podcast auf srf3.ch.